Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Dark Souls 3. Ich muss gleich mal etwas sagen, ich habe eine Folge zwischendurch gespielt, allerdings nur 20 Minuten und habe auch nicht viel hinbekommen. Die Folge habe ich leider vermasselt, nicht nur spielerisch, sondern ich habe es ja auch beim Encoding irgendwie verloren. Wie gesagt, es ist euch nichts verpasst, nur dass ihr Bescheid wisst, warum ich jetzt zum Beispiel auch gerade so wenig Seelen habe. Das ist der Grund dafür und ich hoffe, dass das nicht weiter passiert. Aber, also wenn ihr nicht gerade die Fetischisten seid, die mich unglaublich gerne sterben sehen wollen, dann hat es euch jetzt auch nichts irgendwie gefehlt, ganz eindeutig. Und hier an dieser Stelle muss ich mir echt mal überlegen, wie ich da besser vorbeikomme. Das kann doch nicht sein, dass der mich so verfluchen kann immer. Okay, aber wir haben immer noch einen furchtbar nervigen Weg vor uns. Wir sind da auch sicher, ja, ich weiß nicht, ich will es nicht übertreiben, aber so 6-7 Mal sind wir ganz sicher gestorben. Und ich hoffe, dass ich aus dieser langen Zeit des Sterbens jetzt zumindest so gut geworden bin, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit sterbe, auch wenn es gleich mal wieder danach aussieht. Ah, mein Gott. Ja, wenn der mich jetzt tötet, dann höre ich aber auch gleich wieder auf. Es kann doch nicht sein. Die Gegner sind einfach so fies platziert. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich meine, was kann ich denn tun? Ich kann schlecht irgendwie auf Fluchkleidung gehen oder so. Ich brauche die Stärke meiner Rüstung wirklich für was anderes. Aber nun gut, dann wollen wir jetzt mal um die Ecke und einen fiesen Flammenritter in die Augen gucken. Hallo mein Lieber, willst du mit mir kämpfen? Hast du's drauf? Hast du's drauf? Ah, fuck. Muss man natürlich aufpassen, dass man, wenn man ihm in den Rücken schlagen will, dass man, auch wenn er schlägt, die entsprechende... Ah! Entsprechend Timing für einen Schlag in den Rücken bekommt. Genau das wollte ich sagen. Und jetzt töten wir dich aber mal so richtig. Danke. Dann, ich weiß es mittlerweile auch, hier kommen gleich zwei Leute. Der eine springt gleich, der andere müsste gleich von oben kommen, genau. Will sich aber nicht freiwillig in mein Schwert schmeißen. Was sind das für fiese Gegner, die nicht freiwillig in den Selbstmord gehen? Ich habe übrigens auch rausgefunden, dass das, was ihr da oben laufen hört oder was ihr schlurfen hört, vielmehr ein weiterer Fluch-Gegner ist. Aber da sich der dann auch nicht weiter für mich interessiert, warum? Ah, oh, fuck, er hat's geschafft. Was für ein schlechtes Timing, Alter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ich muss weg hier. Erstmal kurz auf die Energie gucken. Aber wenn es so weitergeht, komme ich mal wieder zu gar nichts. Wie gesagt, ein Glück habt ihr mich nicht letztes Mal fluchen hören. Das war richtig, richtig deprimierend, was ich da so vor mir abgelassen habe. Und jetzt gibt es gleich wieder zwei. Aber du musst jetzt dran glauben. Dann hoffe ich, dass die zwei dort hinten sich ordentlich aufgestellt haben, dass ich beide gleichzeitig töten kann. Naja, nicht unbedingt gleichzeitig, aber immerhin ein nach dem anderen. Das ist ja auch schon was. Und tot. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr das letzte Mal schon da wart. Ich habe gesehen, man kann diesen Priester, der uns mit dem Kampf mit dem runter, mit dem anderen Flammenritter und dem Speer da behindert, einfach hier töten kann. Eigentlich ganz easy. Man muss es halt nur mal tun. Und was da für ein Gegenstand ist, das weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwas Tolles war es nicht. Außerdem habe ich gelernt, hier ein bisschen zu warten. Na? Okay, und dann versuchen ihn... Wow, was war denn das? Irgendwie bin ich gerade komisch runtergefallen. Da, dann scheiß ich auf dein blödes Schild. Aber ich sollte aufpassen, dass ich Ausdauer habe. Ausdauer ist jetzt mein großes Thema. Oh mein Gott, was hat er denn jetzt geschafft? Irgendwie hat er mich gerade... Okay, erstmal weg hier. Erstmal ein bisschen heilen. Irgendwie hat er mich gerade richtig fertig gemacht.
ein gutes Timing an den Tag gelegt und dann einfach mich mehr oder weniger von der Seite erwischt. So ein Mist. Aber ein Glück kann er sich nicht selbst heilen. Naja, jetzt machst du wieder deine tolle... Und jetzt sterbe ich auch noch beim Fallen. Und jetzt will ich dich aber töten. Hui, ein aufregender kleiner Kampf war das jetzt. Ein bisschen zu aufregend für mich. Und ich bin nicht sicher, ich glaube, eine Sache habt ihr jetzt tatsächlich verpasst. Und zwar kann man da auf dem Weg gehen und man kann einen roten NPC töten. Das ist ganz interessant. Ja, toll. Jetzt muss ich mich erstmal um die kümmern. Ja, fuck it. Okay, einer. Aber das Problem ist, wenn der mich jetzt angreift, dann werde ich schlechte Karten haben. Weil der andere, glaube ich, auch gleich mitkommt. Deswegen versuche ich ihn mal anzulocken. Oh ja. Gleich mal in eine super Stelle gehen. Ja, nee. Muss ich weg hier. Der zweite, wobei, der hat sich gerade umgedreht. Dann kann ich ihn vielleicht doch hier in der Ecke schnell ein bisschen töten. Oh, okay, das war nicht gut. Aufpassen, aufpassen. Ausdauer und immer schön pieksen. Oh, uiuiui, das war knapp. Das war knapp. Jetzt brauche ich erstmal Ausdauer wieder und dann gibt es einen weiteren Stich in den Hintern. Oh, fuck. Ja, aufpassen. Ah, nein, das war nicht gut. Und jetzt nicht sterben, nicht sterben. Ah, oh Gott sei Dank war das keine Attacke. Okay, mal kurz einen trinken. Wenn das Problem hier, was ich habe, es sind einfach zu viele von diesen harten Gegnern, die dann zu sehr Probleme machen. Und mich auch zu viel Zeit kosten, weil ganz ehrlich, ich habe nicht unendlich Zeit. From Software, ich kann nicht immer alles töten. Und das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen könnte, wenn ich die nicht alle töte, was ziemlich nervig ist. So, komm mal ein bisschen weiter hoch, nicht, dass da ein weiterer gleich kommt. Und jetzt geht halt das gleiche Spiel wieder los. Immer so ein bisschen um ihn herumkreisen, auf Ausdauer warten, warten, bis er geschlagen hat. Jetzt macht er gerade diesen Amoklauf. Da werde ich erstmal warten. Oh mein Gott, und dann hat er solche Attacken, gegen die ich gar nichts machen kann, weil ich ja erstmal dem Amoklauf ausweichen muss. Mein Gott. Aber nun gut, ich bin noch gut dabei. Ich habe noch die Möglichkeit, hier ohne allzu viel Estus Flakons und ohne zu viel Fokus zu benutzen, vorbeizukommen. Ich muss ihn nur mal von der Wand gerade wegbringen. Ich muss nämlich um dich herumlaufen. Wenn du an der Wand bist und ich nicht drum komme, dann hast du viel zu gute Karten. Okay, und nochmal. Tja, und so summiert sich der Schaden. Es kann ja nur Stunden dauern hier. Okay, dann machen wir noch einen davon. Oh, das war knapp. Das war wieder unnötig knapp, mein Lieber. Und jetzt habe ich halt schon keine blauen Estus-Feuerkorns mehr und muss mich eigentlich auf die normalen konzentrieren. Und das finde ich persönlich echt blöde. Aber nun gut, ich kann es gerade, wie gesagt, nicht ändern. Und ich glaube, bin ich jetzt heute schon gestorben? Nee, ich glaube, es war nur ganz, ganz knapp vorhin, wenn ich mich nicht irre. Dann möchte ich dich kurz töten. Und ja, danke. Oh, Mann. Hey, und schon wieder Probleme. Dann trink nochmal kurz ein. Und weg hier! Nicht von irgendwelchen Blitzen treffen lassen jetzt. Das wäre ganz problematisch. Und ein Blitz kann ich aushalten, aber danach möchte ich, dass du stirbst. Fuck. Oh, und da hinten kommt gleich so ein Vetter, der mich tötet. Nein. Aber kaum mehr Estus-Flakons. Das ist richtig, richtig beschissen schon wieder. Jetzt den Weg, den ich letztes Mal gegangen bin. Ich bin da über die Brücke und habe dann, habe dann einen relativ schweren PC-NPC getötet. Dann springe ich mal auf dich. Ah, fuck, aber immerhin ein bisschen erwischt. Nur
mit viel zu viel Schaden selbst. Jetzt brauche ich erstmal wieder zwei, hab noch vier Estus Flakons. Und ich sag euch mal eins, das sind nicht die einzigen, die ich töten muss von diesen fetten Dingern. Das ist ziemlich, ziemlich nervig. Ui, ui, ui. Ui, das war Timing. So, jetzt komm, mach mal irgendwie was, wo ich dann wieder schlagen kann. Hier, so. Oh mein Gott, okay. Aber ich glaube, wenn ich mich so ein bisschen... Wenn ich schaffen kann, unter der Treppe zu bleiben, scheint das ganz gut zu funktionieren. Dann schlägt er manchmal zumindest über mich. Okay, komm mal ein bisschen hoch. Ich kann es mir jetzt nicht leisten, noch mehr Energie zu verlieren. Sorry. Jetzt macht er wahrscheinlich ja, seinen kleinen Amoklauf. Okay. Das reicht mir aber dann auch. Gut. Dann wollen wir jetzt mal weitergehen. Und ich glaube, da unten dürften auch irgendwo meine Seelen liegen, wenn ich jetzt nicht total verpasst habe, wo sie waren. Ah, Mist, stimmt ja. Wieder einer von den Fluchleuten, da muss ich erstmal wieder weg. Ich muss erst die Fluchdinger töten vor den Priestern eigentlich. Aber gut, noch habe ich genügend. Okay, er ist schon mal tot und jetzt kann ich mich um dich kümmern. Gut, da ich aber weiß, dass jetzt gleich wieder irgendwelche Leute kommen, die mich verfluchen wollen, werde ich mal kurz etwas ausharren hier, mich noch ein bisschen umgucken. Warte mal. Von da komme ich, oder? Ja, von da komme ich ziemlich sicher. Und das muss dann auch reichen. Dann hoffe ich, dass ich den Nächsten, der mich verflucht, schnell genug töten kann, bevor er mich verflucht. Okay, dann... Da hinten sind noch mehr. Ich glaube, das war der nächste Fluchmensch. Nein, das war nur ein Blitzer. Oh mein Gott, genau. Das hat mich am Anfang auch richtig blöd genervt, dass ich da in beide gerannt bin. So, jetzt habe ich dich aber. Gut. Und wieder Schaden genommen. Und jetzt habe ich nur noch zwei kleine Estus-Plakons. Das ist richtig... harter Tobak hier. Ja, genau. Und jetzt kommen wieder welche von da unten. Ich weiß echt nicht, wie das gehen soll. Hier hinten könnte ich auch rein, da verfluchen sie mich aber. Und jetzt habe ich halt drei Stück gegen mich. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich gucke jetzt mal, wie weit sie hochkommen. Vielleicht kann ich es ja so abpassen, dass ich doch einen nach dem anderen töten kann. Das wäre nämlich... echt nötig. Okay, das ist gut. Ich werde den mal ein bisschen damit bewerfen. Warum nicht? Genau. Ein bisschen eben wieder anlocken. Die Estus Flakons rausholen, falls es nötig wird. Und dann können wir ihn hier eigentlich unter der Ding bisschen pieksen. Jetzt macht er seinen harten Amoklauf. Genau. Spring mal. Und mach den Frosch. Mach den Frosch. Uiuiui. Oh, weg hier. Oh. Ui, das war jetzt nur Glück, dass die Unverwundbarkeit gerade gezogen hat. Okay, wie gesagt, ganz langsam bei denen agieren. Nichts übereilen. Aber nein, natürlich kriegt er mich wieder mit seinem blöden Hintern. Jetzt macht er seinen Amoklauf. Dann macht er einmal den Frosch. Und dann werde ich wieder neben ihn, weil nach dem Amoklauf kann er ja sofort wieder richtig attackieren. Oh, und das war der kurze Amoklauf. Okay, dann kriegst du nochmal einen. Und weg hier. Uiuiui. Uiuiuiui. Ich glaube, ich werde mich nochmal eines Estus Flakons bedienen. Aber wie soll ich das schaffen? Noch zwei von denen mit nur einem kleinen Estus Flakon. Aber gut, wir können ja unseren... unseren göttlichen Segen dann auspacken, wenn nötig. Ich denke, soweit wie ich jetzt schon wieder gekommen bin, werde ich es versuchen. Okay, und BAMS! Ah, okay. Nur noch zwei Stück. Nur noch zwei kleine von denen. Und irgendwie finde ich es ja doch schade, dass es nicht mehr so ist, dass man... irgendwann die Gegner alle getötet habe und sie hier nicht wieder respawnen können. Weil hier habe ich das Gefühl, würde mir das sehr viel bringen.
Okay, jetzt muss ich gucken. Hoffentlich kann ich einen davon anlocken. Ansonsten habe ich nämlich echt Probleme. Okay. Ha. Tja, jetzt bräuchte ich viele schöne blaue Estus-Flakons oder so. Ich versuche ihn mal damit anzulocken. Vielleicht klappt das ja. Komm! Putz. Was war denn das? Was zum Teufel? Oh nein, jetzt habe ich den anderen getroffen, verdammt. Warum hat es jetzt so viel Schaden gemacht? Okay, es macht nicht immer so viel Schaden. Es macht offenbar immer den Schaden, wenn ich ihn in seinen Kopf treffe, was? Ah, gut. Aber das Timing mit dem Schwert, wobei ich habe ja die Attacke von oben, vielleicht kann ich die mal benutzen. Ja, ich möchte erstmal Schild nehmen. Komm, mach das nochmal, ja. Ich könnte darauf warten, dass er den Frosch macht und dann versuche ich, auf seinen Kopf zu schlagen. Ach, Mist. Ah, ich weiß nicht, hat es jetzt getroffen? Ich werde wieder die alte Variante nehmen. So, immer schön. Einmal drum und dann putz. Ich bin jetzt schon so weit. Jetzt möchte ich mir keine Experimente leisten. Okay, wo machst du deinen Sprung hin? Ja, aber er bleibt auch zu selten. Ah, Mist. Jetzt muss ich meinen letzten nehmen. Ah, ich hasse das. Das ist aber auch immer die Stelle, wo er mich trifft. Das oder mit seinem Hintern. Was? Du gibst mir deine Rüstung, aber ich glaube, deine Rüstung will ich nicht anziehen, oder? Wo bist du? Da. Haralds Legion. Nee, das ist ein bisschen unförmig. Und so gut ist auch nicht. Dann werde ich zurückgehen auf die... Nicht Lothric, wo ist er? Ah, jetzt finde ich meine Rüstung nicht mehr. Die da war es, genau. Zwar deutlich schwächer, aber sehr viel cooler. Ich meine, wer will nicht die Rüstung tragen, die man selbst getragen hat, als man das Böse selbst zerstört habt. Könnt ihr mir folgen? Ich hoffe, ich drücke mich nicht ganz so verwirrend aus. Aber solange wir Wurfmacheten haben, benutzen wir die, denke ich. Ich würde halt nur gern wissen, ob es da dann auch weitergeht, ob es da zu einem Leuchtfeuer geht oder ob ich gerade meine ganzen tollen Messer für nichts und wieder nichts verschwende, okay. Aber immerhin kann man ihnen damit ein bisschen Schaden machen, der leichter ist. Oh, jetzt darf ich aber... Uiuiui. Ich würde nur gerne wissen, gibt es irgendeine Waffe, die das immer macht? Also Bogen wäre natürlich eine Waffe. Ich glaube, ein Bogen könnte echt gut gegen die Dinger sein, aber... Gut, ich habe noch 4 Wurfmesser, die werde ich jetzt hier benutzen. Und noch ein. So. Und jetzt gehe ich dann in den Nahkampf. Okay, und eins. Und jetzt nicht ungeduldig werden. Mach den Frosch. Und jetzt nicht ungeduldig werden, ihn noch einmal schlagen lassen. Und dann wieder in den Nahkampf zugehen. Und weg mit dir. Gut, jetzt dürfte ich echt alle getötet haben. Jetzt hoffe ich bloß, dass irgendwo mich ein Leuchtfeuer oder eine Abkürzung oder sonst was erwartet. Meine Ressourcen gehen nämlich rapide und schnell zur Neige. Das wäre wirklich schön. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt den Weg entlang, wo die ganzen Fluchdinger auf mich warten. Bei meinem Glück. Oder es wartet hier irgendeiner auf mich, der links oder rechts mich gleich tötet.
Wie sterben die Leute? Ist es giftig hier? Ich weiß nicht, ob ich hier hin möchte. Hier sieht's eigentlich nicht nach Lagerfeuer oder so aus. Ich werde mich mal langsam hier reinwagen. Es ist zumindest nicht giftig an der Stelle. Oh je, ich bin so tot, habe ich das Gefühl. Und ich bin so ängstlich vor allen Dingen gerade. Hier ist nicht zufällig eine unsichtbare Wand, die mich zu einem Leuchtfeuer bringt, oder? Was haben wir hier? Ah, das ist 100 pro eine Falle, was wird mal? Ich nehme mal das Schild hoch. Überreste. Kopf des weißen Predigers, okay. Hier ist schon mal kein Leuchtfeuer. Was jetzt ganz fies wäre, wäre irgendwie, wenn es so wie bei der... Oh mein Gott, seht ihr das große Teil da hinten? Oh Gott, das wird wieder was. Gehen wir mal hier mal entlang. Da hinten irgendwas. Ganz vorsichtig, wir haben keine Eile, keine Eile. Und sobald irgendetwas hier mir komisch vorkommt, dann nehme ich mir die Beine bei die Hand. Okay, da können wir nicht rein, obwohl es so aussieht. Und hier ist eine Leiter. Eine Leiter könnte zu... Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott! Was zum Teufel war das jetzt schon wieder? Das gibt's doch nicht, Leute. Leute, alles bringt mich hier sofort um. Manor, jetzt wieder den langen Weg. Okay, aber diesmal mache ich es anders. Diesmal werde ich nur so viele von den fetten Typen töten wie nötig und dann gehe ich diesmal gleich in den anderen Weg da, den wir vorhin gesehen haben. Der eigentlich auch so erhellt war wie ein Lagerfeuer, aber... Ah, fuck, stimmt ja, Fluchdinger. Dann kommen wir her. 1, 2. Jetzt muss ich wieder warten, weil ich sonst von dem unten verflucht werde. Es ist so... Es zieht sich gerade hier so. Das bin ich echt nicht von Dark Souls gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob ich einfach nur dämlich bin, dass ich mich gerade so schlecht anstelle, oder ob es einfach wirklich zu schwer gerade ist. Ich hatte ja sowas auch schon öfters mit anderen Builds, aber ich habe ja eigentlich genau den Build, den ich gerne habe. Oh nein, jetzt komm nicht verfluchen! Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war jetzt wieder viel zu knapp. Ah, so anstrengend hier. So furchtbar anstrengend. Und ich habe keine Wurfmesser mehr. Warum hätte da nicht einfach ein Lagerfeuer für mich sein können? Und warum kann mich nicht irgendjemand mal auf ein Lagerfeuer hinweisen? Ja, ich weiß. Ah, stimmt ja. Ich vergesse immer, dass der, wenn ich nah dran komme, ja so eine blöde Attacke hat. So, und ich ihn nicht in den Rücken schlagen kann. Ah, komm mal bitte ein bisschen mehr hierher, bevor da irgendeiner runterkommt, der mich verflucht. Ich habe noch zu viel Fluch. Ah, sorry, das war wieder mal E-Mail. Warum mache ich das nicht aus? Okay, ja, sehr schön, sehr schön. Ich weiß, du hast viel drauf, aber mittlerweile kann ich dich zumindest töten, ohne dass du mir allzu viel Ärger machst. Aber hätten wir doch einfach unsere schönen Seelen ins Trockene gebracht. Warum mache ich sowas nicht? Und weg hier. Ah, komm, weg hier, habe ich gesagt. Ah, und jetzt kreist er wieder so um mich. Gut, dann heile ich mich. Und jetzt blitzt du mich. Ah, meine Güte, wie knapp war das jetzt auch mit der Heilung wieder. Ich hau gerade echt vor so einem Teil ab. Das ist echt peinlich. Aber ich muss es tun. Sonst wäre ich jetzt gestorben. Wahrscheinlich. Und warum verliere ich denn immer fast die Hälfte an Energie an jedem einzelnen blöden Gegner? Das war doch früher nicht so, Menno. Und ich glaube, ich muss doch mal meinen Estus-Ring wieder anziehen. Der Estus ist einfach
zu wenig regeneriert, wenn man ihn einmal trinkt. Also wenn ich einen Schluck aus dem Flakon nehme, natürlich. So, dann erst ein bisschen rennen, dann ein bisschen... Ah, fuck, wieder schlechtes Timing und schlechtes Timing. Und jetzt muss ich mich wieder heilen. Weil die mir einfach viel zu viel Schaden in viel zu kurzer Zeit machen können. Und weg hier. Ja, genau. Bleib einfach sitzen. Bleib einfach sitzen. Das kommt dann noch dazu, dass ich immer viel zu viel... Oh, da liegt ja was. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ein hohler Edelstein. Na toll. Ah, nee. Ein Titanitbrocken. Meine Begeisterung hält sich leicht in Grenzen. So, heilen. Und den nächsten Gegner angehen. Weil ich mich nach jedem Gegner ja 2 Minuten heilen muss. Leute, Leute, macht mir mal das Leben bitte nicht so schwer. Ah, Mist, was war das jetzt schon wieder? So, Nummer 1. Und... Na komm. Nummer 2. Weg mit dir. Danke, dann gehen wir runter, töten den nächsten. Oh, fuck. Mist. Und gleich mal da rein. Oh, scheiße. Okay, dann versuche ich es anders. Dann schaue ich mal, ob ich hier nicht ein bisschen abhauen kann. Ich versuche mich dann einmal zu heilen. Hoffe, dass ich jetzt außerhalb der Reichweite bin. Na, außerhalb oder innerhalb? Ach Mist, und jetzt muss ich auch erst auf den ersten Dicken da warten. Da ich sonst wieder Probleme habe. Oh toll, und da kommt so ein Kleiner auch auf mich zu. Seit wann kommt denn hier ein Kleiner auf mich zu? Komm. Komm. Ja, ich glaube, ich werde meine Seelen mal wieder verlieren. Jetzt muss ich aber erst den anderen Fetten mal kurz gehen lassen. Sonst greift er mich gleichzeitig an und dann habe ich ganz schlechte Karten. Einmal den Frosch machen und... Ach Mist, ich muss gucken, dass ich den... Und rauf. Und weg hier. Ich war jetzt zu nah an dem, wo er den Frosch gemacht hätte. Da wäre alles außer einen Schlag blöde gewesen einfach. Deswegen habe ich meine Wartetaktik hier gerade etwas... angepasst an der Sekunde, So, dann... Okay, und stirb. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ich habe nicht unendlich viel Zeit, meine lieben Leute. Und wo ist der Kleine jetzt hingegangen? Ist der zurückgelaufen? Servus, komm mal auf mich zu, bitte. Danke. Ach, vielleicht sollte man einfach Glut nehmen und hoffen, dass es irgendjemand gibt, der mir helfen kann. Ich meine, wieso haben wir sonst diese ganze Glut gesammelt, wenn ich dafür bei schwierigen Situationen Hilfe zu kriegen? Und ehrlich gesagt, ich finde es gerade eine richtig schwere Situation, in der ich hocke. Und weiter geht der lange Kampf. Ich muss mal gucken, was es mit deren Kopf jetzt auf sich hat. Vielleicht ist es ja die Möglichkeit, um die Kämpfe etwas abzukürzen. Und kann ich bitte mal den Fokus wieder auf dir haben? Danke. Warum habe ich den eigentlich jetzt gerade verloren? So viele Fragen schon wieder. Und bam. Aber welche Attacken macht er denn, welche dazu führen könnten, dass ich ihn in den Kopf schlagen kann? Vielleicht muss ich ihn ganz oft mit meiner leichten Attacke treffen, damit er in so einen lethargischen Zustand verfällt und ich ihn dann schnell töten könnte. Das wäre eine Möglichkeit, das sollte ich wahrscheinlich mal ausprobieren. Dann den Flucher, Vamps. Mit möglichst wenig Schaden. Jetzt wie es... Kann ich an... Nein, kann ich natürlich nicht. Natürlich kann ich an euch zwei nicht vorbei, ohne dass ich gleich hier mich wieder anstrengen muss und so. Und... Oh mein Gott!
Wie können die mir so viel Schaden machen? Es macht keinen Spaß so. Liebes Spiel, bitte hör auf. Ich mach's jetzt anders. Ich renn jetzt durch. Ich habe jetzt wieder so viele Seelen verloren. Ich brauche das nächste Lagerfeuer. Ich kann's mir nicht leisten, immer wieder diesen viel zu langen Weg da zu laufen. Das kann doch nicht sein, oder? Ich muss irgendetwas falsch machen gerade. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Das kann einfach nicht so gedacht sein. Nicht mal Dark Souls kann so fies sein. So. Dann renne ich jetzt zu dem da unten, zu dem Fluchmeister. Den ignoriere ich. Und jetzt töte ich dich, weil die Flucherei ist mir zuwider. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, ich will nicht mehr. Das kann doch nicht sein, dass das Dark Souls nicht mehr Spaß macht. Das war mal mein Lieblingsspiel. Und diese kleine Stelle hier zum nächsten Lagerfeuer, ich kann ja auch nicht durchrennen, weil dann verfluchen die mich. Es ist gerade einfach zu blöde. Ganz ehrlich, es ist gerade einfach zu nervig. Okay, an dem kann ich vorbeirennen. Okay, da wartest du dann. Ja, ich renne jetzt einfach nur noch hier vorbei. Ja, die 20 nehme ich mal mit. So, dann habe ich vielleicht 1000 Gegner im Rücken, aber sobald ich ein Lagerfeuer sehe, kann ich mich ja um was anderes kümmern. Ah, jetzt muss ich kurz Ausdauer regenerieren. Servus. Ja, ja, ich weiß, du möchtest mich gerne töten. Aber wie gesagt, ich kümmere mich jetzt einfach mal um gar nichts. Uiuiui. Uiuiui, das sind jetzt heftig viele davon. Ja, ich weiß, du bist auch ein ganz, ganz fieser Kerle. Du willst mich töten, das lasse ich aber nicht zu. So, dann hier rennen, einfach an allem vorbeirennen und durch die Mitte. Uiuiui, okay, und weiterrollen, immer weiter. So, und hier geht's jetzt los mit den ganz vielen Fluchleuten. Und ja, wie gesagt, ich bin tot. Okay, an der Stelle kann ich es mir eigentlich nicht leisten, irgendwelche Leute hinter mir zu haben. Dann mache ich es jetzt mal anders. Ich benutze den Fluchbissring und hoffe, dass ich da dann durchrennen kann, ohne verflucht zu werden. Es ist gerade einfach zu anstrengend. Es ist gerade einfach viel zu anstrengend. Wo ist der Fluchbissring? Okay, ich bin noch unter. Gut, vielleicht soll ich mich einfach total nackig machen, damit ich noch schneller rennen kann. Oh mein Gott, und ich bin... Ah, nee, Mist, ich habe nur einfach vergessen zu warten, bis ich nicht mehr verflucht war. Jetzt habe ich noch so ein bisschen Restrückstände davon. Und toll, jetzt bis zu der Stelle mit den vielen Fluchleuten kann ich eigentlich jetzt nur durchrennen. Ja, ich war... Ah, nein, Mist, ich lass mich treffen. Ich lass mich wie so ein kleiner Anfänger treffen. Ja, ja, ich weiß. Jetzt ganz normal laufen, volle Energie, also volle Ausdauer ist nämlich gerade ganz, ganz wichtig. So, dann hier runterspringen, damit ich möglichst wenig Kontakt zu dem mit dem Speer habe. So, dann hier runter und durch die Mitte und Rolle habe ich doch gesagt, Leute. So, und jetzt rennen. Oh mein Gott, okay. Okay. Na toll. Aber ich könnte auch hier weiter rennen. Ich weiß jetzt, was mich erwartet. Muss ich ja eigentlich nur drauf aufpassen, dass ich was ausdauermäßig habe. Aber wie soll ich durch diese ganzen Gegner kommen? Ich verstehe das nicht mehr. Es kann nicht gewollt sein. Es ist gerade einfach zu schwer. Und ich muss mich wirklich entschuldigen, wenn ich weiße voraus deshalb etwa Freude. Nee, hier ist einfach nichts.
Wie gesagt, sorry, dass ich ein bisschen genervt klinge, aber das ist halt jetzt im Prinzip die zweite Folge, wo ich schon nicht weiterkomme. Egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich hier versuche, alles zu töten. Entweder gehen mir die Estus-Flakons aus oder hinter der nächsten Ecke kommt auf einmal ein Gegner, den ich nie zuvor gesehen habe, der mich dann auf einen Schlag tötet. Diesmal mache ich es ein bisschen anders. Genau, ich warte, dass du erstmal da geschlagen hast. Dann kann ich nämlich jetzt etwas mehr relaxter runterlaufen. Ich frage mich nur, wie ich das jetzt nach den ganzen Fluchdingern machen soll. Es reicht offenbar der Fluchbissring, um vorbeizukommen an der großen Meute an Gegnern. Ah, Mist, und jetzt muss ich eigentlich was trinken erst. Na komm, trink zweimal bitte. Jetzt trink doch zweimal bitte. Ich drück den Knopf wie verrückt und du trinkst einfach nicht zweimal. So, dann hier durch. Ja, ja, ich weiß. Blöde. Und rollen. Und hier erstmal ein bisschen warten, bis die ersten Flucher kommen. Ah, Mist. Und jetzt laufe ich an den Fluchern einfach vorbei. Okay, jetzt schön hier hinten dran bleiben. Nicht von dem Blitz, wollte ich sagen, getroffen werden, aber das scheint hier. Let the dark with learning. But in the end. Learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay, na, das hat mich jetzt nicht besonders weitergebracht. Und ich habe halt so wenig Estus-Flakons. Nee, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Könnte, ja, ich denke, ich muss da jetzt auch noch durch den Sumpf durchrennen. Ich sehe absolut keine Möglichkeit, oder? Ah, da könnte ich vielleicht drauf. Schauen wir mal. Ganz vorsichtig. Na, komm. Ey, ich bin schon... Wie kannst du denn da stehen bleiben, mein Lieber? Das ist absolut nicht möglich. Aber das scheint zumindest ein Weg zu sein, den wir gehen können, ohne all unsere Estus-Flakons zu benutzen. Genau, jetzt machst du das da. Jetzt kann ich dich so töten. Na, ich sagte töten. Danke. Und dann bin ich zumindest an einer Stelle, wo ich mal weitergekommen bin. Also, naja, weiter. Je nachdem, wie man es sieht, aber es fühlt sich ein bisschen wenigstens nach Fortschritt an. Nicht, dass es wirklich Fortschritt wäre, aber ein bisschen fühlt es sich danach an. Und vielleicht mit ein bisschen Glück ist da oben bei der Leiter ja ein Leuchtfeuer. Aber ganz ehrlich, wie viele 100.000 Seelen ich da schon verloren habe an der Stelle jetzt. Einfach immer bis hierhin ungefähr gekommen, bis zu den drei letzten Dicken. Und dann aber radikal gestorben. Ganz, ganz schnell gestorben. Und gibt's hier mal ein Leuchtfeuer? Ah, du hast vorhin mit mir geredet, richtig? One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. 'Twas a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Hast du sonst noch was zu sagen? One, the nee. Does not fear not the, and let the Ja, yeah, the feast. Was du unter Feast, also Festmahl, verstehst, will ich gar nicht wissen, glaube ich. Ah, oh, fuck. Und wahrscheinlich ist das eine Falle. Naja. Okay. Da könnte doch ein Leuchtfeuer sein. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Mit ein bisschen Glück. Wobei, hier gibt es dann keine Rückkehr. Dann gucken wir uns doch erstmal hier noch ein bisschen um. Da hinten ist noch einer von den großen Rittern. Hier gibt's nix. Dann, naja, einen Ritter müssten wir jetzt eigentlich schlagen können. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, danke. Ah, und lass mich doch mal bitte durch. Oi, es sind zwei Ritter natürlich. Und sie töten mich. Oh mein Gott.
Es ist so nervig, warum habe ich denn jetzt den zweiten Ritter nicht gesehen? Und ich wette, auf der anderen Seite, da wo ich gesagt habe, da könnte ein Leuchtfeuer sein, da ist auch eins. Was wetten wir, dass es hier nicht so ist? Aber okay. Wie gesagt, ich habe jetzt echt keinen Nerv mehr, hier alles umzubringen. Es dauert mir zu lang, deswegen einfach wieder durchrennen. Ein bisschen mit dem Fluchbissring scheint es alles ganz gut zu gehen. Hier nicht treffen lassen. Dann den Feuerritter hier ins Leere laufen lassen. Na, mach deine Attacke, mach deine Reichweitenattacke. Danke. Ach, und jetzt lass du mich wieder nicht durch. Okay. Und eine kurze Wendung und weiter geht's. Immer schön durchrennen. Ah, wenn ich die ganzen Seelen in Level-Ups gesteckt hätte. Was soll ich denn machen? Soll ich wirklich grinden? Ist das der Sinn, nachdem man das Spiel durchgespielt hat, ohne wirklich die ganze Zeit zu grinden? Soll man jetzt bei diesem DLC-Gebiet grinden anfangen? Das kann doch nicht der Ernst von den Leuten da sein, oder? Oh je, okay, ich gehe mal hier außen rum. So, jetzt rolle, rolle, rolle. Ah, verdammt, sie haben mich getroffen diesmal. Aua! Und alles nur, weil ich nicht ganz genau in den richtigen Winkel gedrückt habe. Ah, Jemini, es macht gerade keinen Spaß. Lass mich einfach durch zum nächsten Leuchtfeuer und lass mich diese scheiß Gegend hier einfach bitte hinter mich bringen. Warte mal, ich könnte auch hier gucken. Wo ist denn hier der Weg? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie es da durchgehen könnte. Ich will doch nur eine Abkürzung oder irgendetwas, um diese furchtbare Stelle endlich hinter mir zu lassen. Ist das denn zu viel verlangt? Und der Fluchtyp geht jetzt auch noch auf mich. Okay, dann jetzt ist es mir auch egal, der hat mir vorhin jetzt auch so viele Probleme gemacht, da werde ich jetzt einfach so hier durchrollen, bisschen rennen und dann wieder Ausdauer laden. Du bist mir ganz egal, mein Lieber. Die Priester können jetzt alle auf mich zaubern, das ist mir absolut egal. So, schön. Die Treppe runter, damit wir nicht irgendwie irgendwo halten müssen, weil wir irgendwo runterspringen. So. Und jetzt nochmal hier. So. Ja. Als ob ich die Seelen aufsammeln müsste, sind ja eh keine mehr wert. So, rollen, rollen, rollen. Rollen, nicht gegen die Wand, rollen, Alter! Alter! Mach mir mal hier. Zeig mir doch zumindest, wo ich hingehe. Toll, und jetzt muss ich eigentlich hier zweimal trinken, damit ich nicht gleich hier von irgendwelchen Blitzen getötet werde oder so. Aua. Okay, das war jetzt auch nicht so intelligent von mir, ich geb's zu. So, dann gehen wir gleich hier runter. Gut. Jetzt warten wir mal hier kurz. Heilen uns einmal. Immerhin, wir sind mit 7 Estus Flacons durchgekommen. Könnte hier irgendwo ein Lagerfeuer sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin so langsam echt mit meinem Latein am Ende. Komm, greif mich an mit deiner super Killer-Attacke da und stirb. Danke. Und ich gehe gleich hier hoch. Was interessiert mich, was da hinten ist? Da sind nur 2 Gegner, die mich auch wieder töten könnten. Das ist so überhaupt nicht, wie ich Dark Souls spielen möchte. Ich möchte Dark Souls so spielen, dass ich immer alles töte und nicht vor allem abhaue. Ich hoffe, dass... Ah ne, und da, genau. Da würde ich nur zu den beiden Großen kommen, aber ich möchte jetzt doch ganz gerne da landen. Okay, komm mal bitte auf mich zu und kämpf mit mir in der Gegend, wo ihr solo seid, bitte. Na toll, kommt der jetzt auch über die Brücke, oder was? Okay, ja, kein Problem bisher. Oh, er hat sich aber damit gebufft, okay. Ah, Mist, okay, aber ich kann immerhin das... Oh nein. Oh ja, jetzt sind sie wieder beide auf mich drauf.
Wo ging's lang? Ach, scheiße. Heilen wir uns mal so schnell. Und was macht ihr jetzt? Okay, vielleicht kann ich ja einen dazu überreden, nur hier runterzukommen. Das ist zwar ein bisschen gefährlich wegen dem NPC hier, aber ich brauche jetzt das ganz kurz. Aber zwei von denen sind echt heftig. So, dann locke ich den mal kurz an mit einer Qual. Ach toll, und jetzt kommt natürlich der andere auf mich gleich wieder zu. Okay, aber der hat zumindest nur ein Schwert. Uiuiui. Komm mal bitte runter. Danke. So, und dann schaue ich mal, ob ich den Kampf nicht so erledigen kann. Ich hoffe, du tötest den NPC nicht, wenn du ihn triffst. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt war ich ein bisschen eilig, aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt. Hier, da ist auch noch ein Gegenstand. Ach, keine Ahnung. Um den kümmern wir uns nachher. Jetzt gucken wir erstmal, ob, wenn wir die zwei getötet haben, ob da nicht vielleicht... Jetzt bufft er sich natürlich gleich wieder. Warum auch nicht? Es wäre ja zu einfach, wenn er einfach nur als ganz normaler Gegner da kämpfen würde. So, und noch einen davon. Und dann muss ich mich jetzt aber ein bisschen ausdauermäßig regenerieren. Danke. Oh, Mist. Ui, das war ja fast gut getimed. Wow. So. Danke. Und Ritter. Oh, ich kann eure Rüstung farmen. Das ist interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Rüstung mir helfen könnte. Jetzt bitte lass hier irgendwo ein Leuchtfeuer sein oder eine Abkürzung zurück zum ersten Leuchtfeuer oder so. Ah, okay. Aua. So, dann heilen wir uns gleich wieder, weil blaue haben wir noch einige. So, balla. Und diesen Gegenstand müssen wir eigentlich auch noch so... Oh mein Gott, jetzt kommt sie auch noch hochgeklettert. Und verfluchst du mich jetzt weiter? Nee. Er muss offenbar irgendwie Sichtkontakt zu mir herstellen. Ah, selbst das Fluchen ist mittlerweile echt nervig. Warte mal, und du bist tot. Genau, du hast vorhin die Blitze auf mich geschleudert. Komm, Leuchtfeuer, bitte Leuchtfeuer. NPC, na okay. Was hast du mir zu sagen? Der ist, glaube ich, dafür zuständig, dass ich Gegenstände farmen kann. Hm, interessant. Oh, and here we are again. Servus. Scheiße. Running in circles, I'm afraid. Tue ich auch. Find the purging monument. And I've searched high and low. What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. What do I know? Ich weiß es nicht. Tolle Auswahl. Sorry. I know it doesn't concern you. Seeing you all good and well, I just sort of spilled my guts to you. Just forget it all. Like a good hollow wood. Dann schauen wir mal. Offenbar müssen wir für ihn jetzt diesen Altar der Reinigung oder was das auch immer war, suchen. Und hier ist natürlich kein Leuchtfeuer. Wie komme ich da auch drauf? Aber gut, das bedeutet immerhin, dass ich nicht diese zwei Ritter immer töten muss. Das ist ja auch schon was wert. Ich schätze, hier war auch keine... Ich bin gerade so verzweifelt. Ich will einfach nur irgendwie den Weg hier verkürzen. Meine Fresse, ist es anstrengend gerade. Ich könnte jetzt mal zu den Fluchleuten von da unten gehen und gucken, ob da nicht noch was ist. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Also praktisch den Weg, den ich jetzt ganz schnell gelaufen bin, einfach nochmal etwas langsamer in die andere Richtung gehen. Du bist nicht zufällig schon das Reinigungsding, oder? Das wäre auch zu leicht. Okay, dann gehen wir mal hier hin und hoffen, dass da vielleicht ein
eine Abkürzung oder was weiß ich ist. Auch wenn das ein Pfad ohne Rückkehr ist, muss ich gerade mal reingucken, was da ist. Ich habe nämlich jetzt so keinen Bock, hier diesen Sumpf nochmal zu erledigen. Was? Finstergeist? Ja, warum nicht noch ein Finstergeist? Silberritter Ledo. Na toll, das kann ja was werden. Was steht hier? Ring voraus, okay. Soll ich da runter oder soll ich zuerst da rein? Schauen wir erstmal da rein. Okay, wahrscheinlich ist das einer, der sich in irgendeine Kiste oder so verwandelt hat. Der Silberritter. Der will mich doch jetzt sicher überraschen. Ja, okay. Aber ihr seht, ich werde echt paranoid. Oh, du hast ja gar keinen großen Hammer. Oh, das kann was werden, Alter. Na gut, dann versuchen wir es halt. Okay, und natürlich tötet er mich sofort, ohne dass ich mein Schild ziehen kann oder sonst irgendwas tun kann. Leute, es ist so furchtbar, furchtbar anstrengend. Ich bin wirklich ganz, ganz kurz davor, in irgendeinen Walkthrough zu gucken, wo das nächste scheiß Leuchtfeuer ist. Es kann doch nicht sein, dass ich hier so einen übelst langen Weg machen muss. Das ist das absolut erste Mal in dem Spiel, dass der Weg wirklich so unfassbar lange ist. Aber gut, diese Folge werde ich es noch ohne versuchen. Wenn ich diese Folge, ich gebe mir mal noch so, keine Ahnung, 20 Minuten, wenn ich bis dahin kein Leuchtfeuer finde, ja, dann muss ich irgendwas. Oh, jetzt vergesse ich sogar die Rolle. Super. Und ich werde gleich hier getötet. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Aber gut, ich weiß ja, bei dem Feuerritter, da sollte man eigentlich warten, bis er seine erste Attacke in Richtung von mir gemacht hat. Aber ich habe halt so keinen Bock mehr auf irgendwelche Warterei. Es hat schon viel zu lange gedauert. Ja, fuck. Jetzt hier vielleicht irgendwo weiter. Jetzt habe ich ja null Seelen. Ich denke mal nicht. Den großen Kerl habe ich auch getötet. Ah, ich weiß es nicht, aber schaue ich mal, was da steht. Vielleicht sagt mir irgendeine Nachricht hier. Ah, Fluch. Vorsicht vor Hinterhalt. Nee, bringt mir also nichts. Heile ich mich kurz mal so. Und dann renne ich hier einfach noch ein bisschen lang. Der eine Fluch, der zweite Fluch, jetzt wieder ein bisschen Lampsanger, dann rennen. So, dann Lampsanger, hier wieder volle Ausdauer kriegen. Vielleicht muss ich auch einfach das Schild wieder wechseln. Das, die Sache mit der Ausdauer, das muss an dem Schild hängen, dass die sich mittlerweile so extrem langsam regeneriert. Und dann hätten wir halt auch noch das Graswappenschild. Ich meine, meine Ausdauerregeneration, das ist halt eines der wichtigsten Sachen, die ich überhaupt habe. Muss ich mir wirklich durch den Kopf gehen lassen. Aber schauen wir erstmal, ob wir es vielleicht diesmal wieder schaffen, mehr oder weniger unbeschadet durchzukommen. So, okay. Und jetzt rennen, warte, erst wieder volle Ausdauer. Warten die, bis die auf mich reagieren. Warten, bis sie schlagen und dann rolle, 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 rolle und jetzt rennen. Oder erstmal warten, wir haben ja fast keinen Fluch. Aber jetzt mit Schild und versuchen, aber nicht getroffen zu werden. Normalerweise machst du doch immer erstmal deine Waffe heiß, außer wenn ich damit rechne, wenn ich gerade an dir vorbei will. Nun gut, wo ist denn der weitere Weg? Müssen wir jetzt echt durch diesen blöden Sumpf laufen, oder wie sieht es aus? Naja, wir können zumindest mal den Ring holen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Vielleicht ist es ja ein Ring, der mir hilft. Irgendein Ring der Unverwundbarkeit oder der Unsichtbarkeit, das würde mir echt helfen, glaube ich. In Baldur's Gate gibt es schließlich auch einen Ring der Unsichtbarkeit, warum kann ich den nicht hier kriegen? Oder einen Stab, der mich unsichtbar macht. Und mein Gott, wie der mich aufregt. Ich würde ihn am liebsten töten irgendwie.
Nee, da werde ich ganz sicher nicht reinrennen. Ich möchte jetzt den Ring, genau. Dann hoffe ich mal, dass der Silberritter, den ich gleich aufwecke, nicht bis hier rauskommt. Okay, dann gucken wir mal. Aber meine Güte, die haben es jetzt... Das ist ja, soll ja auch das allerletzte Abenteuer in Dark Souls sein. Und da haben sie offenbar jetzt nochmal richtig, richtig aufgedreht, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber immerhin ein Ring, den ich tatsächlich gut gebrauchen kann. So, und zwar, naja, 2 Punkte. Das ist jetzt auch nicht wirklich so viel. Aber vielleicht kann ich dann einen gescheiten Helm anziehen. Nein, das geht nicht. Wie steht es mit... Ja, schauen wir mal nach, was wir dann an Rüstung ausziehen. Aber erstmal gehen wir noch ein bisschen weiter. Aua. Oh, na toll. Dann heilen wir uns hier mal. Und jetzt die Frage, sollen wir uns den Gegenstand holen, der bei den... Ja, genau, warte mal. Du darfst ein bisschen höher gehen, damit ich wenigstens nicht alle hinter mir habe. Aber, okay, und da kommt der Nächste. Dreh dich bitte um. Danke. Jetzt versuche ich da mal dran vorbeizuschleichen. Aber immerhin habe ich einen Weg gefunden, wo ich hierher komme, ohne gar keine Estus Flacons mehr zu haben. Okay. Okay, ich frage mich, ob das da hinten jetzt der Endboss ist, oder... Warte mal, da könnte es... Ich hoffe mal einfach, dass das, was... Warte mal, ach Mist. Dass es dort hinten vielleicht zu einem Leuchtfeuer geht. Okay, du bist ein Gegner diesmal. Okay, aber der dürfte ja eigentlich... machbar sein, hoffe ich. Oh mein Gott, du hast eine Zauberwaffe auch? Okay. Das Gift sollte ich da wahrscheinlich nicht abkriegen. Was? Jetzt machst du wieder Zauberwaffe. Oh. Die mir auch relativ weh tut. Aber nun gut. Bitte lass das eine Abkürzung jetzt sein. Bitte lass es eine Abkürzung sein. Nein, es ist ein Leuchtfeuer. Preiset die Sonne, gelobt sei die Sonne. Oh mein Gott. Endlich am nächsten Leuchtfeuer. Lasst erscheinen Unglück. Verbündeter wird benötigt. Hurra für Leuchtfeuer. Allerdings. Hurra für Leuchtfeuer. Das war jetzt echt nötig. Und das geht wieder nicht auf. Irgendwas sagt mir aber... dass ich eine Abkürzung hier irgendwie nicht gesehen habe. Aber gut. Von hier aus können wir jetzt zumindest mal... Achso, ja, stimmt. Der Silberritter ist ja noch in der Gegend. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich nicht hier ausruhen. Kommt der mir denn insoweit entgegen, dass ich jetzt hier gegen ihn irgendwo kämpfen kann? Oder wie sieht das aus? Okay, dann... schauen wir hier mal ein bisschen rum. Sollen wir doch mal das große Teil da hinten angucken, ob das jetzt der Endboss ist oder nicht. Das wäre zumindest mal interessant zu erfahren. Irgendwas trampelt hier laut rum, aber wahrscheinlich sind es nur die Feuerritter und nicht der Finstergeist, der mich verfolgt. Gut, dann gehen wir hier noch ein paar Gegenstände suchen. Dunkler Edelstein, okay. Tja, und mit 4700 Seelen können wir dann auch mal das große Ding wahrscheinlich angucken. Ah, verdammt. Es gibt doch große von denen, die mich angreifen. Oh ja, toll, okay. Ihr könnt auch Greifattacken, das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Ah, und... Ah, okay. Scheiß drauf. Ich sammle jetzt ein paar Gegenstände ein. Ist mir egal. Und dazu heilen wir uns ein bisschen damit.
Oh, ist das wieder so ein Riese wie vom Anfang, verdammt. Also von dem, den ich schon getötet habe. Meine ich natürlich. Okay, du baust dir eine rechte Arm von was? Rechte Arm von irgendetwas. Und mein Gott, seit wann spiele ich denn Dark Souls bitte schön so? Einfach nur feige an allem vorbeirennen, ist das nervig. Versuche Sturzangriff, okay. Na, gehen wir mal hier weiter. Aber hier hat man zumindest mal ein bisschen Platz zum Kämpfen auch. Ist ja auch ganz schön schon mal. Hier könnte ich runter, aber auch nur auf einen von denen. Dann sammle ich doch lieber weiter Gegenstände, wie Funkeltitanide und so weiter. Geht's hier irgendwo rein? Na, es sieht nicht danach aus. Oh je, yeah. Also ich warte eigentlich nur noch darauf, dass ich irgendwo von irgendjemand getroffen werde und der mich dann ins Nirvana sendet. Mein Gott, das ist aber echt weitläufig hier, muss ich sagen. Oh Gott, und da ist ein Drache. Oh Gott, und der Drache geht natürlich mal voll auf mich. Oh je, dann trinken wir schnell zwei Stück und dann versuchen wir weiterzugehen. Und hoffen, dass der... Oh, da geht's rein, okay. Schauen wir mal kurz da rein. Das hilft zumindest gegen den flammenspuckenden, fiesen kleinen... Aua. Drachen. Und dann kann ich mich hier ein bisschen weiter umgucken. Okay, dann wollen wir mal weiter zum Drachen gehen. Jetzt machst du wahrscheinlich gleich wieder Feuer oder so. Dann hoffe ich einfach mal, dass mein tolles Schild mich beschützen kann. Aua. Eins, zwei. Ach, okay, dann halt nur ein. Und Abfall. Wir sammeln Abfall auf. Super. Eines Kriegers und jetzt sollte ich aber ganz schnell hier reinkommen. Genau. Okay, da oben ist ein kleiner. Uiui. Okay, versuchen wir mal, ob wir den da töten können. Oder ob du mich irgendwie... Ah, natürlich. Wieso habe ich nur irgendetwas anderes erwartet? Das war natürlich eine Falle. Oh, hey. Da ist zumindest ein Gegenstand, aber da ist ein Gegner. Und zwar ein Skelett. Der alten Bauart, okay? Aber alte Bauart heißt eigentlich, ja, wenn ich mal den Fokus behalten könnte. Danke. Und bam. Und seit wann geht der Fokus weg, wenn er einmal sich neu regeneriert? Das ist mir auch neu. Okay, hier mal wieder einen von der Bauart, okay. Ach, und warum kann ich euch nicht kaputt schlagen, wenn ich... Ah, wenn ihr so verstreut auf dem Boden liegt. Das ist doch blöde. So. Bauen die sich wieder auf? Ich hoffe es nicht. Das wäre eine Sache, die würde mir ganz und gar nicht gefallen. Gut, wenn es nicht nach oben geht, müssen wir wohl nach unten gucken. Aber immerhin, wir sind jetzt doch heute ein bisschen weitergekommen. Wenn es auch nur durch Feigheit war, aber naja. Und mal wieder ein blitzender Edelstein, sehr schön. Davon haben wir sowieso viel zu selten welche gesehen. So, Nummer 1, dann baut euch bitte gleichzeitig auf, genau. Nummer 2, baut euch gleichzeitig auf. Ach, schön, wenn ihr so synchron seid. Ich mag synchrone Vorgänge. Oh, aber hier geht's schon wieder nicht weiter, okay? Steh auf. Wir haben doch keine Zeit, Alter. So. Vielleicht muss ich mir aber auch mal Gedanken darüber machen, irgendwo dieses Leuchtfeuer zu verstärken und vielleicht eher mal andere Gegner zu töten oder so. Okay, da kann ich offenbar drauf. Dann machen wir das doch. Hier kann ich noch nicht runter. Hm, hier aber wahrscheinlich was.
So, und jetzt bin ich wieder auf der Ebene, okay. Dann versuche ich jetzt nicht hier runterzufallen. Geht das? Nee, scheint nicht so. Dann bleibt mir auch hier wieder nur der Weg bergab. Ja, hier kann ich durch. Hier erwarten mich wahrscheinlich Skelette. Oder war ich hier schon? Hier war ich dann wahrscheinlich schon. Aber hier muss ich dann wohl runter. Und was sagst du mir? Schatz voraus, da unten. Na, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, du willst mich reinlegen. Immer schön kritisch bleiben, das ist ganz, ganz wichtig. Allerdings, irgendwo war doch auch ein weiteres, eine weitere Nachricht. Aber nee, scheinbar ist das der Weg, den ich gehen muss, wenn ich hier überhaupt irgendwo hingehen kann, möchte, sollte. Gesegneter Edelstein, okay. Springen wird benötigt. Ich glaube euch nicht. Das glaube ich euch einfach nicht, sorry. Dann was haben wir hier? Du. Ah, ich glaube nicht, dass ich das bin. Ich lebe noch. Ich bin zwar schon öfters gestorben, aber ich schlage mich doch in diesem Augenblick gerade ganz gut. Ich bin jetzt sicher seit 10 Minuten oder so nicht gestorben oder sagen wir 2 Minuten, das kommt vielleicht eher hin. Monster voraus, kritischer Gegner voraus, na toll. Dann müssen wir wohl einen Mimik töten. Wobei ich muss sagen, die Truhe hier ist auch wirklich gerade sehr, sehr auffällig. Ich frage mich, wer da drauf reinfällt. Dann wollen wir mal draufschlagen. Aber wir werden auf engstem Raum mit dem kämpfen müssen. Und kann ich mal fokussieren? Danke. So, und jetzt versuche ich dich möglichst schnell zu töten und nicht von deiner fiesen Greifattacke berührt zu werden. Danke. So. Okay, Ausdauer. Und was machst du? Einen Kick, okay, dann kriegst du einen davon. Was machst du? Die Greifattacke, okay, da bin ich ganz vorsichtig, wenn du die machst. Bams, so. Und rollen und drauf. Mist, verfehlt. Und rollen und drauf, okay. Und weg hier, uiuiui. Das war jetzt eine knappe Geschichte. Und weg hier, danke. Okay, und noch einmal, das machen wir jetzt so. Und ich kriege dafür Ring des bösen Auges plus 3. Also Ringe kriege ich hier ziemlich coole. Ich bin sogar fast am Überlegen, ob ich nicht mein ganzes Setup ein bisschen dementsprechend anpasse. Muss ich mir aber noch überlegen. Hier geht's weiter hoch und hier gibt's wieder Skelette. Ja, hier gibt's Skelette. Vor denen habe ich jetzt relativ wenig Angst, wenn sie nicht gerade zu zehnt oder so auf mich kommen. Sonst ist es doch eigentlich machbar, mehr oder weniger. Gut, und wenn wir hier schon weitergegangen sind, können wir auch hier mal oben nachgucken. Haben 2 davon, okay. Dann müssen wir jetzt nacheinander die töten. Also das heißt immer, ja, und du gehst echt an mir vorbei, du Arsch. So. Jetzt warten wir, bis der aufgestanden ist oder der auf uns zugekommen ist. So ungefähr, genau. Jetzt müssen wir auf dich wechseln. Und einmal und aua. Das war fies von dir jetzt. Und weg. Aber gut, die machen ja auch kaum Schaden. Also so kann es weitergehen. Dieses Gebiet lobe ich mir auf jeden Fall. Hier fühle ich mich jetzt nicht zu schwach zumindest. Dann, wo kommen wir jetzt hier raus? Ah, auf der anderen Seite, sehr schön. Hier ist ein Leuchtfeuer, 2 Leuchtfeuer, yay. Cool. Die schwierige Situation, die schwierige Stelle haben wir zwar ein bisschen überspielt, indem wir einfach, oh mein Gott, okay, Drache, komm. Warum? Aua, 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 aua. Flammen. Aber okay.
Ich bin der Ansicht, dass ich heute zumindest etwas weitergekommen bin. Das ist ein gutes Gefühl. Von daher mache ich heute Schluss. Die 20 Seelen, so viele wie ich verloren habe, ist es sowas von egal. Mache ich für heute Schluss am einem der Leuchtfeuer. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!